Die Klettersaison hat wieder begonnen. Die Berge rufen. Fast unbegrenzt sind die Klettergebiete der Schweiz, die es immer wieder neu zu entdecken gilt. Klettern jedoch ist mehr als nur ein schöner Sport. Klettern ist Kampf. Kampf um den Berg. Schon viele Opfer haben die Berge gefordert, weil die Kletterer oft ungenügend ausgerüstet waren. Jeder Kampf verlangt seine eigenen Waffen. Die beste Waffe ist eine gut ausgebildete Klettertechnik. Wenn wir ihre Regeln gewissenhaft befolgen, werden wir leichter die Berge bezwingen. Wir verfolgen nun eine Zweierpartie, die sich zum Ziel gesetzt hat, einige der gigantischen Felszacken der Kreuzberge zu erklettern. Aus dem Auf- und Abstieg geben wir einige Ausschnitte wieder, welche uns vertraut machen sollen mit Anforderungen und Technik der Kletterkunst. Die Vorbereitungen zum Klettern werden getroffen. Nur bestes und stets sorgfältig geprüftes Material ist für den Kletterer gut genug. Die nötigen Kletterutensilien werden bereitgelegt. Seil, Kletterhammer, Karabiner, Mauerhaken und Seilschlingen. Die Bergschuhe werden mit dünnsohligen Kletterfinken vertauscht, deren Sohlenmaterial der Gesteinsart angepasst sein muss. Wie zum Beispiel Filzsohlen für Kalkstein. Die Bergschuhe werden an Wetter- und Steinschlag geschützter Stelle deponiert. Ein sorgfältig gewundenes Seil ermöglicht einen knotenfreien Seilauswurf. Und nun das Wichtigste, das Knüpfen des Seils. Der sichere praktische Knoten, Spierenstich genannt, verhindert bei Sturz ein Zusammenziehen der Seilschlinge und somit ein Zusammenschnüren des Oberkörpers. Grundsatz vom Augenblick des Anseilens an ist, dass alle Regeln der Seildisziplin gewissenhafteste Beachtung finden. Kletterhammer, Karabiner, Mauerhaken werden griffbereit versorgt und der Einstieg in das Felsenlabyrinth beginnt. Der Seil verbindet die beiden Bergkameraden zur unzertrennlichen Seilschaft. Noch ohne große Schwierigkeiten werden diese ersten Felsabsätze bezwungen, aber selbst in leichtem Fels sollen nur gut aufeinander eintrainierte Seilkameraden gleichzeitig klettern. Werden die Schwierigkeiten größer. Im weiten Kamin verstemmen sich die Füße auf der einen, Hände und Rücken auf der anderen Kaminseite. Durch Schulterstand werden zu hoch liegende Griffe erreicht. An exponierten Stellen im Aufstieg, wo der Gefahrenmoment für den Erstkletternden zu groß wird und die Passagen ohne technische Hilfsmittel unüberwindbar sind, werden zur Sicherung Mauerhaken und Karabiner verwendet. Der Erstkletternde treibt möglichst hoch über sich den Haken in einen Riss, klemmt die Brustschlinge als Selbstsicherung ein, prüft durchzug den Haken und führt das Partieseil in den Karabiner ein. Der vom sichernden Hintermann regulierte Seilzug ermöglicht dem Vordermann ein Queren des Felses, selbst an griffloser Wand durch Abstemmen vom Fels. Sturz! Ein gutes Seil, ein festsitzender Mauerhaken und der wachsame Sichernde verhinderten ein Unglück. Eine senkrechte Felswand stellt den beiden Kletternden neue, schwierige Aufgaben.